Willkommen zurück zum zweiten Teil. Wir sind bei Grundbegriffen im Rahmen von Marketing und Marketingstrategie. Und wir haben erkannt, Potenzial ist das Mögliche und Volumen ist das Tatsächliche. Und jetzt sollte man vielleicht auch noch ein Wort dazu lernen. Absatz ist in diesem Zusammenhang immer, wo ist das Gleichheitszeichen hier? Ein Unternehmen. Also bei allen Worten mit Absatz ist ein Unternehmen gemeint und Volumen bedeutet alle Unternehmen. Ja, Volumen ist das Tatsächliche, aber eben auch bezogen auf alle Unternehmen. Marktvolumen ist das, was alle Unternehmen tatsächlich abgesetzt haben. Ja, tatsächlich absetzen. Beziehungsweise, um ganz genau zu sein, beziehungsweise abgesetzt haben. Ja? So, wenn man das weiß, wenn man diese vier Dinge hier weiß, dann kann man sich den Rest immer zusammensetzen. Nehmen wir das nächste, nehmen wir das Absatzpotenzial. Wir wissen schon, Absatz bezieht sich auf ein Unternehmen. Potenzial ist das Mögliche, also das, was ein Unternehmen, und jetzt wieder Möglichkeit, absetzen könnte. Das könnte zeigt die Möglichkeit. Das, was ein Unternehmen absetzen könnte oder absetzen kann. Ja, absetzen kann auf der Grundlage der Annahmen, die man trifft. Ne? Zukunft beruht auf Annahmen, die können optimistisch, zu optimistisch sein, die können aber auch zu pessimistisch sein. Ne? Wichtig ist, dass wir uns hier mit zukünftigen Werten beschäftigen, während das Absatzvolumen, bezieht sich wieder auf ein Unternehmen, das, was ein Unternehmen tatsächlich abgesetzt hat. Ja, zum Beispiel im vergangenen Jahr abgesetzt hat. Das, was ein Unternehmen tatsächlich abgesetzt hat. So. Jetzt müssen wir nur noch zum Schluss bestimmte Begriffe in Beziehung zueinander setzen. Das kann man nämlich jetzt auch machen. Ja, wenn man diese vier, das sind die zentralen Begriffe hier, wenn man die kann, dann kann man die zueinander in Beziehung setzen, oder bestimmte davon zueinander in Beziehung setzen. Und dann hat man den Marktanteil. Der Marktanteil ist immer der Anteil eines Unternehmens am Gesamtkuchen. Stellen Sie sich dieses klassische Tortendiagramm vor mit einer Torte, die man so ein bisschen da rausschneidet, ein bisschen verrückt. Dann wissen Sie, was der Marktanteil ist. Wenn wir jetzt mit diesen Begriffen hier arbeiten, ist es ganz einfach. Der Marktanteil ist das Absatzvolumen, das, was ein Unternehmen tatsächlich abgesetzt hat, durch Marktvolumen. Und das Ganze dann mal 100, obwohl es mathematisch nicht richtig ist. Ne? Also, aber man drückt eben aus, dass man dann Prozentwert hat. Wenn also das Marktvolumen in Euro 100 ist und das Absatzvolumen ist 15, in Euro, 15 Euro von insgesamt 100 Euro, das, was alle abgesetzt haben, in Euro bewertet, ne, in Euro bewertet, dann ist der Marktanteil 15%. Ehrlicher wäre, in Stückzahlen zu messen, um das hier nochmal, was ich im ersten Teil rausgearbeitet habe, zu wiederholen. Das ist der Marktanteil. So, und dann gibt es noch den relativen Marktanteil. Relativ bezieht sich auf die anderen. Ja, also mein Marktanteil im Vergleich zu den anderen. Marktanteil ist also nicht der absolute Marktanteil. Das hier ist der absolute Marktanteil. Mein Anteil am gesamten Kuchen, das ist der absolute Marktanteil meines Unternehmens an dem, was alle absetzen. Der relative Marktanteil bezieht sich immer
auf die Konkurrenz. Das heißt, der relative Marktanteil ist der eigene Marktanteil. Ja, man muss also diese Berechnung hier vorher gemacht haben. Der eigene Marktanteil durch, ja, wieder Bruchstrich, ich drücke das hier durch dieses Wort durchaus, durch Marktanteil größter Konkurrent. Sie finden auch hier in der Literatur drei größten Konkurrenten. Das hängt von der Marktstruktur ab. Na, ob da mehrere große sind, zum Beispiel, na, wie auch immer, na, wie da die Verteilung ist. Marktanteil größter Konkurrent oder eben die drei größten Konkurrenten. Ja, wenn dieser relative Marktanteil größer 1 ist, wenn also der eigene Marktanteil, sagen wir 15 ist, wie in meinem Beispiel gerade, 15%, und der Marktanteil des größten Konkurrenten ist 12%, wenn der also größer 1 ist, ist man Marktführer. Wenn der kleiner 1 ist, ist man Marktfolger. Ja, das ergibt sich dann aus diesem relativen Marktanteil, während der absolute Marktanteil immer berechnet wird in Prozent. Na, in Prozent. Na, wenn also jemand sagt, wir haben 15% Marktanteil, dann meint er den absoluten Marktanteil. Und im zweiten Teilsatz sagt er dann, und wir sind Marktführer, dann bedeutet das, dass relativ viele Anbieter auf diesem Markt sind mit relativ kleinen Marktanteilen. Denn wenn er mit seinen 15% Marktführer ist, dann kann der Nächste nur unter 15% haben. Das heißt, der relative Marktanteil dieses Unternehmens, von dem der diesen Satz spricht, ist größer 1, 15 durch 12. Ja. Das heißt aber auch, dass es noch einige weitere gibt mit, sagen wir, 10%, vielleicht noch drei dann mit 10% und viele, viele mit 5, 6, 7, mit 8% und dann noch, was weiß ich, ne, dass das Ganze dann auf 100% kommt, haben wir also einen relativ polypolistischen Markt in meinem Beispiel. So, das sind wesentliche, wichtige, wichtige, wichtige Grundbegriffe, die man unbedingt können muss. Sollte man das auswendig lernen? Ja, aber mit Verstand. Prägen sich die Wortbedeutungen hier ein, das ist der Schlüssel. Ja, wenn sich das hier einprägen, dann können Sie jedes dieser Begriffe hier, jeden dieser Begriffe, können Sie dann sofort dekodieren. Ja, und dann muss man allerdings noch können, Marktanteil, die Kombination, das, was einer absetzt, durch das, was alle absetzen, tatsächlich absetzen, hier ist Volumen, ja, und den relativen Marktanteil. Ja, das sind die Dinge, die man sich wirklich einprägen sollte. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.